Zwei Dinge sind es, mit denen sich dein Bike komplett anders anfühlt, wenn du es wechselst. Richtig, die Laufräder. Und gerade die Laufräder sind die Teile am Rad, die das Fahrverhalten maßgeblich beeinflussen. Grüß euch. Der Stelle eine kurze Unterbrechung, weil das, was wir jetzt gesehen haben, bin ich oder war ich mit einem Orbea Wild 2023 M Team Edition Fox Factory, volle Hütte, was den Akku angeht, und ein paar Modifikationen, die mir das Leben leichter machen sollten. Das heißt, ich habe ein bisschen einen schmäleren Alulenker drauf und die Aluminiumlaufräder. Der Hauptgrund für den Alulenker und die Alulaufräder ist eigentlich nur meine eigene, ich würde sagen, Abneigung. Aber bei Carbonlaufrädern und Carbonlenkern, da habe ich immer ein bisschen gemischte Gefühle. Und wie der alte Spruch vom Esel und vom Eis schon erahnen lässt, wird es wieder Zeit, dass wir ein bisschen herumprobieren. Und zwar dort herumprobieren, wo wir bislang eigentlich gar nicht hin wollten. Eben genauso wie der Esel und das Eis. Hoppala. Wovon ich die ganze Zeit rede? Natürlich Vollcarbon. Heute ist der Tag X. Gestern war der Tag der Erkenntnis. Und ab sofort beginnt die Zukunft und wir wissen nicht, was passiert. Das ist der Felgenquerschnitt der MC32 Team, also der Alu-Laufräder. MC32 Limited LTD. Carbon, Alu. Ein paar Zahlen gibt es da noch zum Sagen. 28, 30, 32. Das sind jetzt nicht irgendwelche Maße von irgendeinem Vorarl. Nein, 28 Speichen vorne, 30 Speichen hinten. Maulweite 32 vorne, Maulweite 30 hinten. Beide Modelle haben spezifische Vorderräder und spezifische Hinterräder. Die Felge vorne soll für mehr Compliance sorgen. Die Felge hinten soll dafür sorgen, dass sie viel mehr ruppige Schläge aushält. Für die kompletten Freaks unter euch, am Vorderrad sind die Sapim D-Sprint und hinten sind die Sapim Race-Speichen. Mir sagt es nichts, aber es gehört zu diesen unnötigen Dingen, die man halt weiß. Und wenn man es einmal weiß, vergisst man es nicht mehr. Aber es sind halt hin und vorne andere Speichen auch. Nicht nur, dass die Felge eine andere Form hat, sondern die Speichen auch. Also die haben sich echt was überlegt, dass ein Vorderrad so funktioniert, wie man es vorne braucht und ein Hinterrad so funktioniert, wie man es hinten gerne braucht. Ne? Da hat wer Hirnschmalz verbraucht. Da haben wir einen Carbonlenker. Praktischerweise schon mit dem richtigen Sticker versehen. 800 mm breit, Rise hat er 35, Upsweep 5 Grad und Backsweep 8 Grad. Das habe ich mir nicht auswendig gemerkt, das habe ich runtergelesen, es steht da unten drauf. Wir werden jetzt da noch die richtigen Bremsscheiben drauf montieren, werden auf das Hinterrad noch eine Kassette drauf montieren. Dann kommt das Ganze aufs Radl drauf und dann geht's schon los. Apropos los. Ja, und jetzt fahren wir da. Voll Carbon. Bis jetzt merke ich nichts. Jetzt ist so auch noch nicht so wirklich viel Grund gewesen, dass man was merkt. Es geht hierbei aber definitiv nicht ums Gewicht. Gell? Ich sag's gleich allen Gewicht- und Krampffuchsern da draußen, muss ich leider eine Absage erteilen. Das Gewicht ist mir dabei vollkommen wurscht. Das Fahrgefühl steht im Vordergrund. Wie fühlt sich das gleiche Rad, aber mit Carbonteilen an, im Vergleich zum gleichen Rad, aber mit Aluteilen? Hat es wirklich einen Mehrwert, dass ich deutlich mehr Geld ausgebe? Oder ist es nur kosmetischer Natur und hilft dem Fahrgefühl nicht, dass ich mich auf dem Rad wohler fühle? Das gilt es herauszufinden. Wie fühlt es sich an und nicht um wie viel Gramm ist es leichter geworden? Weil dass es leichter wird, ist eh klar. Meine Carbon-Vorbehalte beziehen sich ja alle auf Erfahrungen von vor ein paar Jahren. Die Frage ist aber, wie fährt sich modernes Carbon, wo Hersteller mittlerweile wissen, dass man es nicht so steif machen darf, dass es grauslich wird? Das ist die Frage.
ein bisschen. Also ein nicht wissenschaftliches Fahrgefühlsvideo, ob es sich mittlerweile für mich so anfühlt, dass ich es aushalte, längere Zeit, oder ob ich weiterhin um Carbon einen großen Bogen mache. Erste Testfahrt auf den Hometrails. Handschuhe sind natürlich mit, aber jetzt geht es einmal nur bergauf, da brauchen wir jetzt keine Handschuhe, was wir aber schon brauchen, um am neuen Lenker das Setup einzustellen, haben wir unser kleines Drehmomenthelferlein mit. Der Lenker hat nämlich ein bisschen mehr Upsweep wie der, der vorher drauf war. Schauen wir mal, momentan ist er recht weit nach vorgerollt. Wenn es notwendig sein wird, dann werde ich hier was machen müssen. Und nachdem es ein Carbonlenker ist, gehen wir auf Nummer sicher und nehmen ein bisschen was mit Drehmoment mit. Zuerst mal Home-Trail-Testrunde, bevor wir uns wohin wagen, wo wir wahrscheinlich den Unterschied zwischen Carbon und Alu viel deutlicher spüren werden. Was man auch sagen muss, du kannst diese Felgen und Laufräder direkt kaufen. Nämlich du, ja. Du, unabhängig davon, ob du ein Europäer-Fahrrad fährst oder nicht, kann man die auch separat im Handel erwerben oder direkt bei Oquo auf der Webseite. Man kriegt die Dinge aber auch, wenn man sich zum Beispiel ein Europäer Wild oder ein Wise bestellt, kann man sich aussuchen im Konfigurator, welche Version man davon haben will. Und wenn man es direkt mit dem Wild mitkauft, ist es preislich ein bisschen attraktiver, weil dann kosten mich dann kosten die Carbon-Laufräder 800 Euro, so plus minus. Also wenn man das so, wenn man Carbon hat und Alu nimmt, wird das Modell um 800er günstiger. Also das kann man im Konfigurator dann auswählen. Also entweder man kriegt es beim Fahrrad mit, wenn man im Konfigurator das richtige Pünktchen gesetzt hat, oder man kauft das Ding separat. Ohne Freilaufgeknackse bergab rollen. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen laute Freiläufe. Ich mag die nicht. Grüß euch. Von aus der Freude, dass der Freilauf so leer ist, ich habe fast die Kamera verloren. Sapperlaut. Alles gut? Pinkelpause? Fotopause? Das war jetzt ein sehr ansprechendes Durchschnittstempo. Du musst aufpassen, der Waldboden ist rutschig. Moment, das Experiment Carbon und Alu ist noch lange nicht abgeschlossen, weil natürlich gibt es dann noch einen Aspekt. Merkst du einen Unterschied? Nein. Merkst du einen Unterschied? Ja, es tut mir weh. Die ersten 20 Meter habe ich gemeint, wow. Und dann war es aber. Und dann kam die Enttäuschung. Kaum rumpelt's, ne? Ja. Aber ich muss halt wirklich. Ich merke es, ich muss ihn festhalten.
Nein, du stehst mit den Beinen auf dem Pedal. Ich habe jetzt dreimal, habe ich einen Lenker schon nicht mehr in der Hand gehabt. Nein, nicht auf! Ja. Heißt, den Lenker sollst du halten wie beim Pinkeln, okay? Wenn du freihändig pinkelst, ist ein blöder Vergleich. Also, dann. Das habe ich ja nicht gewusst. Also, halt den Lenker wie rohe Eier. Richtig. Die Griffe. Man muss das ja quasi dokumentieren. Also, wir haben da jetzt quasi die schlimmsten Griffe der Welt montiert. Grauslicher. Kannst du bestätigen, dass die scheiße sind? Die sind scheiße. Und meine tollen haben wir jetzt bei dir montiert. Nicht, damit, nicht nur, dass du siehst, wie geil die Griffe sind, sondern damit ich sehe, wie scheiße die Griffe wirklich sind. Und ob man da einen Unterschied merkt oder nicht. Das müssen Sie das näher sagen, weil das Mikro ist. Man muss was Dickes in der Hand haben wie beim Bisseln. Ja, richtig. Darum fahre ich mit dem dünnen Griff jetzt, absichtlich. Die ganze Zeit war ich auf dem Radl mit 35 mm Supra Kusch von Deity unterwegs. Die Griffe dämpfen so viel weg, da könnte man ja sagen, Moment, der hat ja die bestesten, angenehmsten Griffe drauf. Logisch. Natürlich haben wir die Chance genutzt und die super geilen Griffe gegen eigentlich gar nicht so geile Griffe getauscht, die noch dazu viel so dünn waren, wo es da alles durchbeutelt. Endgültig. So dass man wirklich sagen können, haben die Laufräder dazugelernt? Sind die Laufräder wirklich so? Oder sind es im Endeffekt die Griffe? Um die Griffe auszuschließen, dicke Griffe runter, dünne Griffe drauf. Und dann fahren wir noch einmal. Rumpel die Pumpel, hollo da und schauen, was passiert. Habe ich jetzt eigentlich dein Lenkervideo gecrashed? Im Gegenteil, das wird jetzt länger. Das wird jetzt 5 Minuten länger. Jetzt fühle ich das Geile bei Wolf an und du dazu singen. Das Lied der 1000 Schmerzen. Ich fürchte mich. Was ist los mit dem Reifen? Der ist einfach nur komplett im Arsch, der Reifen. Da kommt so ein weißes Zeug raus. Aber wenn der Reifen so aussieht, dann braucht man damit eigentlich auch nicht mehr losfahren. Hallo, schau mal sein Profil an. Das ist der neue. Der Trend geht zum wenigen Profil. Brauchst du einen Schlauch oder kannst du so runterfahren? Verurcht den nicht zu. Die Teamleitsfahrer sind alle unbelehrbar. Ich habe schon Schlauch eingezogen. Jetzt. Ah, okay. Jetzt fährst du mit Schlauch, jetzt passt es wieder. Ja, ich wollte es nur fürs Protokoll, passt, danke. Viel Spaß. Bitte. Geht schon. Halleluja! Es wird Zeit, dass wir aufhören. Die Dünnen habe ich, das sind nicht meine, die habe ich heute halt mit jemand anderem getauscht, weil ich unbedingt die Qual von dünnen Griffen spüren wollte. Ja, die Qual von dünnen Griffen, naja, okay. Ich meine, jeder hat so seinen Fetisch, ne? Ja, richtig. Mehr Abbau, aber sonstige Stimmung. Okay. Soll ich oder wer fährt? Jetzt wird aus dem Carbon-Laufrad-Video noch ein Griffe-Video auch noch. Achtung, jetzt wird's wild. Alles okay bei euch? Gut. Jetzt machen sie alle Fotos.
Das bricht der Fotowahnsinn aus. Ich glaube, an der Stelle wäre es jetzt der passende Zeitpunkt für eine bahnbrechende Erkenntnis. Ja. Wenn man nur auf Gewicht aus ist, dann macht es Sinn, bei leichten Rädern auch leichte Laufräder zu verbauen, also Carbon. Umso glatter der Boden ist, umso weniger rumpelt es, also macht auch dort Carbon mehr Sinn. Umso wilder das wird und umso weniger man will, dass es rumpelt und umso mehr Compliance man will und ein bisschen mehr fehlerverzeihendes Laufrad haben will, umso mehr Sinn macht Alu. Und wenn du weniger Federweg hast und das auch ein bisschen, dann macht Alu auch Sinn. Und wenn du genug Federweg hast und tadellose Federelemente, die ohnehin schön wegsaugen, dann kann es auch wurscht sein, wenn du Carbon-Laufräder auf einer Enduro drauf hast. Dass Carbon-Laufräder deutlich teurer sind und dass du zahlen musst und ob das das wert ist, das ist eine andere Diskussion, die musst du mit dir und deinem Finanzminister ausmachen, aber nicht mit mir. Ich weiß, wenn ich die Möglichkeit habe, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde wieder Carbon-Laufräder aufs Enduro draufgeben. Ja, wer hätte das gedacht? Und mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis bleibt auch mir nichts anderes mehr, als zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, passt euch auf, bleibt ihr seid. Tschüss, Papa und ciao.